Hallo liebe Pfeifen-Community, herzlich willkommen zu Eagle Pipes Wochenrückblick für die Kalenderwoche 44. Ja, das Wetter wird schmutzig und ich habe mich heute zurückgezogen, um euch die Themen der Woche darreichen zu können. In meiner Auenland Frido brennt übrigens der Auenland Midnight Mixture. Ich wollte einfach mal wissen, wie sich das Pfirsich-Creme-Aroma in dieser Pfeife so macht. Ich werde euch im Laufe des Wochenrückblicks berichten, ob sich der Tabak anders verhält wie in anderen Pfeifen. Aber legen wir doch einfach los mit den Themen, die uns diese Woche so bewegt haben. Mein Name ist Eagle Pipe und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Unser Flensburger Jung hat es geschafft, Kanada Teil 2 online zu stellen. Zündet euch eine Pfeife an und schaut euch doch diesen interessanten Urlaubsbericht von unserem lieben Wolfgang aus Flensburg einfach an. Mir hat dieser Bericht richtig Spaß gemacht und ich freue mich über solche Urlaubsberichte. Kronburg gibt diese Woche sein Abschlussstatement zu Freddy the Frog und Mike's Ready Rapt ab. Also, wer diese beiden Tabake noch nicht gesehen hat, kann bei Kronburgs Video sich die letzten Informationen zu diesen Tabaken holen. Matthias Thielmann lädt diese Woche ein Video hoch mit dem Titel Wohin soll die Reise gehen? Er hat den Tabak St. Bruno, der jetzt hier in Deutschland als Flake erhältlich ist, ausgiebig getestet und stellt die Frage, wohin soll die Reise gehen? Ja, das habe ich mich bei dem St. Bruno auch gefragt. Allerdings kenne ich nur die spanische Variante, die deutsche Variante. Die deutsche Variante ist mir noch nicht bekannt und von daher bin ich immer gespannt, wenn ich die deutsche Variante rauche, ob die mit der spanischen Variante vergleichbar ist. Vielleicht macht ja irgendjemand demnächst mal ein Vergleichsvideo. Helmut aus Berlin entführt uns diese Woche ein Stück in die Vergangenheit. Ja, er zeigt uns ein bisschen Geschichte aus Berlin, was ich sehr interessant finde, und stellt uns ebenfalls einen Aromaten von der Firma Planta vor, passend zu dem Thema Berlin. Für mich ein sehr interessantes Video, wo sich das Vorbeischauen lohnt. Unser lieber Dirk alias Dynamel stellt uns diese Woche ein Video zur Verfügung mit der Frage, warum? Ja, warum sind bestimmte Dinge so? Oder warum habe ich mich für den einen oder anderen Tabak entschieden? Ein Video, wo sich der eine oder andere selbst Gedanken machen könnte. Auch ich habe dieses Video zum Anlass genommen, mir einige Fragen zu stellen. Eine interessante Videoantwort kommt von Tommys Genusswelt. Beide Videos sind sehr empfehlenswert, also unbedingt vorbeischauen. Die Pfeife ist ein tolles Accessoire, um Geselligkeit zu pflegen. Bottle & Pipes in Magdeburg hat eine sogenannte Genuss-Lounge ins Leben gerufen und unser lieber Mike hat die Gelegenheit genutzt und hat uns einfach mal mitgenommen in die Genuss-Lounge von Bottle & Pipes. Wenn wir schon bei Bottle & Pipes in Magdeburg sind, kann ich euch das letzte Video von unserem Mike ebenfalls ans Herz legen. Dort war der Pfeifenbauer Jan-Harry Seifert zu Besuch und hat gezeigt, wie so eine Pfeife mal entsteht. Zwei sehr interessante Videos, wo sich das Vorbeischauen auf jeden Fall lohnt. Ziemlich beste Freunde ist ein Film, der mir ausgesprochen gut gefällt. Aber dies ist auch der Titel von dem Video, was uns diese Woche der liebe Juri dargereicht hat, wo es um einen Tabak geht und einen Whisky, den er immer zu Hause hat, die zwar selber so eigentlich zur Standardschiene gehören, aber die ihn dann immer begleiten, wenn er nicht weiß, was er sonst rauchen oder trinken soll. Ich finde toll,
Lieber Yogi, dass du diese Sache als kleinen Reminder an uns herangetragen hast. Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch auch ziemlich beste Freunde in seinem Pfeifen oder in seiner Whiskybar. Würde mich mal persönlich interessieren, was eure ziemlich besten Freunde sind. Kurzes Update zu der Pfeife. Der Tabak geht mir in dieser Pfeife relativ häufig aus. Ich werde jetzt nochmal entzünden und dann machen wir mit den Themen weiter. Mein Lieblingspfeifenraucher aus der Nachbarschaft zeigt uns diese Woche ein Video, was sehr interessant ist, das er betitelt mit der Pfeife unterwegs. Gemeint ist unser lieber Markus. Wer dieses Video von Markus noch nicht gesehen hat, sollte unbedingt auf seinem Kanal mal vorbeischauen. Wenn wir jetzt schon unterwegs sind, dann kann ich euch zwei tolle Videos von meinem lieben Außendienstreporter ans Herz legen. Einmal stellt er einen Tabak vor, den es hier in Deutschland nicht gibt, aber dennoch macht dieser Tabak Lust auf mehr. Und dann hat der liebe Sean ein kleines Video gedreht beim Besuch bei Falcom. Also auch dieses Video kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Und wer Sean noch nicht abonniert hat, sollte dies unbedingt nachholen. Kronburg zeigt uns diese Woche nochmal was über Missouri-Meerschaumpfeifen. Und zwar stellt er uns die Maiskolbenpfeifen von Dagner Pipes vor. Was für mich sehr interessant ist, weil ich schaue die Dagners auch immer sehr gerne an. Es ist immer sehr interessant. Also wer dieses Video noch nicht gesehen hat und überlegt, sich eine Missouri Meerschaum Maiskolbenpfeife zuzulegen, kann doch mal bei Kronburg zu gucken. Vielleicht ist eine Dagner Corncob genau das Richtige. Und da Dagner Corncobs und da auch Maiskolbenpfeifen diese Woche so viel in der Community diskutiert worden sind, ist die Pipe of the Week diese Woche die Missouri Meerschaum Corncob. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Macht was Tolles und ich sag, I spread my wings and fly, euer Eagle Pipe.